So, gehen wir mal rein in die Folge 4. So, Folge 4, holen wir ein Bier. Diese Folge wird krasser. Ja, wir haben heute sehr interessante Kandidaten mit dabei. Haaland! 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 Das ist dein Moment, mein wunderschöner Bruder. Bruder, ich sage euch ganz ehrlich, ne? Ich kenne ja diesen Haaland. Ich habe auch schon ein paar Videos von ihm gesehen, ne? Also Leute, wirklich no hate, ne? Wirklich no hate. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe und seinen Namen gelesen habe, dachte ich mir, Bruder, was passiert hier, ne? Du kannst dich doch nicht nennen wie ein Fußballer und aussehen noch wie er, Bruder. Was ist das? Das ist keine Ahnung, Digga. Aber ich schwöre es euch, seine Stimme ist angenehm und seine Art von Rappen ist für mich was Neues, Schönes, wirklich. Ne? So mit seinem Namen und mit seinem Aussehen, so, das ist, da muss ich mich noch mit anfreunden. Aber kann ja auch irgendwo vielleicht was Gutes sein, anders zu sein und dass die Leute darüber reden. Ey, guck mal, wie er aussieht und so. Weißt du, was ich meine? Ist auch eine Art von Strategie, dass man Mundpropaganda halt so. Haaland, 16 Jahre alt und komme mittlerweile aus Frankfurt. Wie bin ich zur Musik gekommen? So, es gab ein Motherfucker Haaland im Fußball. Dann dachte ich mir, es muss auch einen Rappen geben. Mein Ziel bei Rap La Rue, gewinnt. Wie fand ich meinen Auftritt gerade? Baba, hat Spaß gemacht mit den Jungs. Black Eagle. Auf Null, sprüh das Kolonial, Haare fliegen im Wind auf dem Motorrad. Coronton, Tolisso, trag Bordeaux-Rot. Rum Trikot auf Mojito und Minzeblätter. Pack Haschquadrate mit Winkelmesser. Schick Zwischenhändler zur Übergabe. Krieg nicht genug von der Tütenware. Casanova, Sonne, Saragossa, Anaco. Und das kriegen Paranoia, Plata, Motorrad. Ja, Para ist Mula, so wie Escuba. Kunst wie Mensa. City Cartago. Wie Iniesta, Trackpatron. 14 Karat, die Millimeter. Pulstempo, Blue Prestos. Roya Schuf, Juventus. Barça, Henri, Türkis, das Polo-Trikot. Auf Karthago, Beatswap in der Großwohnsiedlung. Sie werden paranoid, zückt das Hunger-Munga. Bei Blaulicht, Sprint um Platz wie in Puma Future. Weißes Puder, Zucker, trag das 18 Trikot. Guck's aus Mitte Brasilien wie Casemiro. Lad die Kalaschnikow. Gib Koka ans Meerufer, trag den Kremlo-Dank auf dem E-Scooter. City Karthago, Tiki-Taka wie Iniesta, trag Patron. 14 Karat, die Millimeter. Ja, wenn er nicht sogar das hier gewinnen wird, Digga. Bruder, und der ist 16 Jahre alt, ne? Ja, Bruder, aber Maus, 16 Jahre bei Rap ist nicht so wie bei Fußball, dass umso jünger, umso besser. Meinst du? Ja, umso jünger, umso aber schlechter er hat eigentlich. Keine Erfahrung so eigentlich, weißt du? Ja, aber Bruder, das ist scheißegal, Digga. Deswegen ist es doch schlimm, dass er keine Erfahrung hat. Wenn der jetzt zum Beispiel, wenn er 25 wäre, wäre das authentischer und sympathischer, als wenn er 16 ja, ist. Authentisch, 100%, hast du recht. Weil wer hört gerne einem Kind zu, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Deshalb diese 16 vergleichen mit, ja, Fußball ist krass, das ist nicht so, Digga. Jung sein im Rap ist schlechter. Aber, ja, ne, scheiß mal auf, wie er aussieht, wie er Dings, scheiß mal auf alles, Digga. Ich glaube, er wird der Gewinner sein von diesem. Bruder, das, was er macht, das ist eine geile Idee. Ja, man hat Spaß zuzuhören, weil er ist neu, Bruder. Er macht was Neues. Ja, er benutzt neue Wörter, er benutzt sympathische Wörter. Er macht es genau so, wie man jetzt heutzutage, um besonders zu sein, was man machen muss, Digga. Alles macht er, Digga. Haaland!
Und sogar, dass er manche triggert mit seinem Namen und mit seinem Aussehen, wird ihn erfolgreich machen, weil man darüber redet. Ja! Geil! Super, ja, du darfst nichts sagen, Bruder, du musst dich raushalten. Also, Bruder, er war okay. Nein. War ganz okay, Bruder, ne? Ja, Bruder, was soll ich dir sagen, Bruder? Da ist auch dieser Marseille-Film, Bruder, das kommt auch immer mehr nach hier rüber, Bruder. Das ist genau diese Generation Haaland. Gibt's Feature oder Trikot von Marseille? Was, ich meine, ein Trikot von Marseille, Bruder? Haaland, was soll ich dir sagen, Bruder? Du weißt, wir sind zusammen. Aber ich sag dir ehrlich, Bruder, deine Performance war geil. Die Songauswahl war geil, Bruder. Sehr frischer Wind. Ich sag dir ehrlich, Bruder, der ist auf jeden Fall, was soll ich jetzt? Haaland ist on fire, mein Bruder! Baba, alle, ja, Haaland. Ich will auch mal seine ehrliche, ich will eine ehrliche, Dings. Ich bin komplett ehrlich, wir machen hier keine Vetternwirtschaft. Ich versuche immer, mein Herz auf der Zunge zu tragen. Ich find's geisteskrank. Ich habe ihn schon davor gesehen, ich habe schon vorher schon auf Instagram gesehen, auch was ihr gepostet habt, trifft meiner Meinung nach den Nerv sehr, sehr gut. Das ist wirklich Straßenrap 2.0. Vom Optischen her sofortiger Wiedererkennungswert. Auch was, was ja heutzutage maximal wichtig ist. Jeder braucht diesen Wiedererkennungswert. Ich feier's. Ich feiere euch auch immer wieder privat. Also muss ich jetzt ohne jetzt das Ding. Einer meiner Favoriten. Ich war auch richtig froh, als ich gesehen habe, dass der ja auch drin ist. Ich wusste nicht, bringt er den jetzt auch rein? Ist das Ding? Sehr, sehr gute Entscheidung. Ja, also auf den baue ich. Wichtig, weil immer, wenn ich dich sehe, ich denke an Halt-Cousin, ja? Ist irgendwie mit dem verwandt, oder? So sehr. Geil, Alter. Sehr, sehr, wirklich. Nice, sehr, sehr, nice, nice. Super, cool, cool. Dankeschön, Bruder. Muss ich auch, Bruder. Ja, sorry für euch. Gib mal 20%. Hey, ich bin El Katago, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Gummersbach. Also ich bin durch Musik gekommen, durch meinen Vater. Der hat schon mein ganzes Leben lang Musik gemacht und so irgendwann Freestyles, also schon früh angefangen. Oder mein Ziel bei Rap Laurice, wo ich will alles auseinandernehmen. Ich habe meinen Cousin geschworen, ich hole den aus Tunesien. Irgendwie muss ich das machen. Oder ich fand meinen Auftritt maximal stabil. Ich hoffe, wir nehmen alles auseinander. Ey, bei dem bin ich jetzt richtig gespannt, ne? Das ist Tunesianer, Digga. Wir haben guten Draht zu Tunesien. El Cartago. Boah, ich hoffe, er ist gut, ja? Ey. Ich frag den Mond, sag, wann blick ich in den Tod? Gift mit dem Mond, zwei, drei Chipits, aber los, lassen geht nicht. Ich war froh, Dunja wurde eklig, nur mein Schluck auf alle Depris. In der Hut konstant verspätet, weiß. Verloren in Paris, Sekunde Monami, komm bald zurück, ey. Wollte nur Money, Klamotte von Gianni, Versace Best. Mich jemand erwischt, wäre schön, wenn ich, wenn doch nicht schlimm. Aue, bekomm ich hin, aue, ey. Du sagtest, das mit uns hat keine Zukunft. Bin ein Krimineller, Sima Bella. Hattest recht, werd mich nie ändern, zieh am Ella. Außer von meinen Eltern hatte ich nie Geld heller wie Favela. Jeder jagte jede nur für Fleisch auf Teller. Jedes Mal, oh jedes Mal, find ich mich wieder auf Sativa in die Car. Bewaffnet in die Bar, Madame wechselt dir die Naht. Drück ich Start, auf der Waage wird es Nacht. Jedes Mal, oh jedes Mal, find ich mich wieder auf Sativa in die Car. Bewaffnet in die Bar, Madame wechselt. Als ich deinen Namen gehört habe, wusste ich schon, das ist mein Landsmann. Ich hätte es dir echt gewünscht zurück. Ach, er ist Tunesier? Well, also, sag mal, wir machen hier wie gesagt keine Vetternwirtschaft. Ist geil, geht ins Ohr, bleib dran, bleib, wallah, bleib. Ich fand's ehrlich gesagt gar nicht gut, ja. Dran, aber für mich persönlich schweren Herzens hat's. Wir haben jetzt Haaland gehört, Bruder, ist schon Messlatte ein bisschen oben. Ja, mal gucken, was die Konkurrenz heute mitbringt, El Cartago. Ach, sada, khui, wallah. Ja. Aber mach weiter, ohne Witz. Aber locker, ist das was geht ab? Mein Name ist Gento, bin 19 Jahre alt, komme aus Hamm. Zur Musik bin ich gekommen, einfach so mit den Jungs schön draußen, bisschen gefreestylt. Ich will einfach auseinandernehmen, ich will die Leute packen, die es verstehen, also die meine Musik verstehen. Junge, Maus, einfach Katar. Mein Auftritt war sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Power gegeben. Gento!
Check, yeah. Hä, hey, ist das extra? Ist das Parodie von Ratar oder was? Onkels in fettesten Gegner. Nein, das glaub ich nicht. Wieder alle drauf, wir wollen es machen. Wow, so langsam abgefüllt und werden von Charmutz wieder abgekühlt, abgespült. Reihe wie dein Plan. Von Ham City bis nach Reeperbahn. In Tiran gingen die Geschäfte los. Albanische Familienväter drücken groß, drücken hoch. So wie im Roulette Casino. Kinapo, Por, Burger, Konsumanin, Mo. Doi, Pipa, Guivic, Molle, Memaschid, Bro. Jakumusch, Vollkombin, Mercedes, Vito. So kriminell, ich sitze im Benz, 50 km/h. Bruder, der soll nicht versuchen, wie Ratar zu rappen. Der soll weiter auf Albanisch bleiben. Ja, Wallah, das hört sich gut an. Und der Joint ist bestellt. Mein Platz hinten reißt wie ein Straßenpräsident. Nisse full catch car, Logiker set 6-5. Wir lassen die Stadt anbrennen. Wenn Bullen kommen, musst du handeln. Und das ganz schnell. Bleibst du stehen oder läufst du weg? Finden Bullen, mein Versteck. Zu Hause unterm Bett liegt die 9 Milli und das Parda. Straight von Strada, wer spürt die Ibona Mama? Es ist Alltag, bring mir mein Geld. Meine Beute, Schwarburi, etche Atafjall. Sunni Meute, vier neue Bohnen, Bonobur, Elve Mosele. Der Hoftüren nicht ab, sie ab, mut Charakter. Ob er der, die Rede mit Hip-Hop, Siki. Ob er der, Mikrofon im Kart, du Capri. Ass in den Ärmeln wie Pokerspieler. Wir haben Wabbits in den Socken, so wie Coca-Dealer. Mach mir keine Scheine. Ich hab mir gerade gehofft, dass er das Wort Coca-Dealer nicht benutzt, weil ich. Das ist nur der erste Reim. Auf Großverdiener, drückst immer ab, Futter an der Großfamilie. Aber ey, ich Bruder, ich komme aus Bonn, Bruder. Wir haben den Original Kachchak in Bonn. Weißt du, was ich meine? Wir hören diesen Khatar-Stil. Ich mag diese Beats natürlich, Bruder. Das ist diese Classic. Weißt du, was ich meine? Aber, Bruder, du bist jung, Bruder. Mach neuen Sound. Mach neuen Sound, Bruder. Ich finde auch, er soll nicht Khatar machen. Wallah, er kann dieses Albanische, was er zum Beispiel selber gemacht hat, das fand ich viel geiler. Aber vielleicht versucht er gar nicht, Khatar nachzumachen. Obwohl, dieser Beat, doch, ja, das war schon Dings. Das ist schon sehr Khatar, aber ja, auch Khaye und so, ne? Das ist ja geil, ne? Ist ja, es ist geil, Bruder, natürlich. Geil, ja. Weißt du, was ich meine? Aber wenn er so weitermacht, er wird immer Khatar-Parodie ja, bleiben, Digga. Das bringt ihm nichts. Ja, Khatar ist cool, Bruder, aber das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, das albanische Khatar gewesen. Albanische, Bruder, ne? Geil, ja, geil, aber geil. Was soll ich dir sagen, Bruder? Mach was Neues, Bruder. Nächstes Mal vielleicht. Für mich das Gleiche. Ich hab mich geschickt, ich hab zuerst gedacht, es ist Khatar. Ich schwöre, als wir kurz eingehört haben, wegen dem Beat und wegen dem Flow. Ich bin immer ein Fan von was Innovativen und ich möchte immer eine Person so sehen, wer sie selber ist. Daher auch leider für mich nichts. Aber hört sich trotzdem gut an, aber habe ich schon gehört. Ich bin Samu, 18 Jahre alt und komme aus Kaplitzburg. Wie bin ich zur Musik gekommen? Ich denke mal nicht so viel anders als andere. So mit meinen Kollegen, wir waren im Park, Freestyle, Meestyle. Mein Ziel bei Rap Lavrie ist einfach weit zu kommen, Erfahrung zu sammeln und sehr viel Spaß dabei zu haben. Einfach Lucian. Wie fand ich meinen Auftritt? Normal, man ist sehr nervös. Servus, Lucian. Vor so einer Kamera, vor so vielen Menschen. Aber ich denke mal, ich hab das Beste rausgeholt, ja. Mach dein Scheibenwischer an, jetzt wird abgewichst. Hör zu. Drake scheppert wie ein Nackentocker, für Euros im Mackenkoffer. Was Taschen bei dir platzen, Flaschenklopfer. Bin für die Spitze besser gedacht als ein Nagelknipser. Ihr Rasendicker, seid empfindlich so wie Damenkitzler. Reden mir von Straße die Stricher. Sind Läufer wie mein Popel aus der Nase im Winter. Was echte Reime, du bist außenstehend wie Echsenbeine. Die Mucke hängt mehr als Kleidung an einer Wäscheleine. Du bist angsteinflüssend wie Vogelscheuchen. Nicht der Sandmann, nein, die schnocken schon Drogenkeulen. Du echter G, hast Baggies voller beste Weed. Dein Gerede war nie kredibil wie ein Kettenbrief. Dreh ich durch wie eine Windmühle. Kratz dem Anstifter meine fette Eichel an der Schilddrüse. Sag's vorher wie ein Wetterbericht. Es war ich, wenn bald Frage ist, wer hat alle Rapper gefühlt? Seid Wegrenner und nicht Draufhauer. Was Bitches im Band scheppern, ihr fickt nur Staubsauger. Paar Töne splitten, Hitze leiten, so wie V-Power. Dann flitzen bei Streit und schwitzen wie bei Rauch. Bruder, ich sag dir ehrlich, er sieht sympathisch aus. Es sind mir zu viele diese Wie-Sachen, diese wie das und wie das und wie das. Und ich hasse es. Nicht jetzt wegen ihm, allgemein bei jedem, wenn man diese Wörter so hoch betont am Ende. Weißt du, was ich meine? So, ich fahre heute Auto und dann mache ich dann ein Auto. Ich hasse das, Bruder. Für mich ist so mäßig so ein guter Rap ist, werden jetzt viele sagen, ah, Schwanz, mal Schwanz, wie ist das?
Bushido, Bruder. Monoton eine Linie, Digga. Ohne Dings, weißt du, was ich meine? So, die Wörter alle gleich betonen auf gleiche Dings, Ton-Dings. Junge, hier Bruder. Hat 20 Jahre Rap geredet, da. Ich schwöre bei Gott, Bruder Gänsehaut. Junge, warum? Ich schwöre, Bruder Gänsehaut. Junge, die Tabulen sind vor mir, Wachsana. Auch so nass. Unser Hazy schnuppern, hilft dir zum Runterkommen, so wie Baby Schnuller. Bist du mein Gegner, brauchst du gar nicht hier den Dicken machen, denn ich geh ab, so wie Kippenasche. Scho, Scharmuta, nagenelt Waschpuder. Dein Herz brummt wie ne Subwoofer. Ja, mach sie hot wie Tabaluga. Sie will Sessions mit Kamasutra. Scho, Scharmuta, nagenelt Waschpuder. Dein Herz brummt wie ne Subwoofer. Ja, mach sie hot wie Tabaluga. Sie will Sessions mit Kamasutra. Bruder, ich glaube, ich habe auch auf zu viel auf Chat geachtet, weil Chat hat gesagt, ich bin gespannt, was du von ihm hältst. Er ist der Krasseste, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Bruder, aber bei mir haben die das bei Tsubasa zum Beispiel gesagt und bei Tsubasa habe ich nicht gefühlt. Ja, weißt du warum? Weil Tsubasa auch andere Songs hat und die Leute kennen die anderen Songs, deswegen. Ja, ach so. Okay, dann. Also für mich, Digga, Bruder, ich will nicht kein Publikums... sein Schiefer oder Feind, aber der ist, er ist für mich auf jeden Fall nicht weiter, ja. Bruder, zu dir? Bruder, Bamba, Digga! Ah, nein, der Bamba, Digga! Nein, ich Bruder. Bin mit Amo, ja! Nein, Bruder, so geht nicht. Ey, Bruder! Wo warst du denn? Bruder, was für ein Baby? Was für ein Vogelscheuche? Was für ein Block ein Vogelscheuche gesehen? Bruder, guck mal, wie der reimt. Vogelscheuche auf Drogenkeule und so. Das sind mehrsilbige Nomenreime, Bruder. Diese, Bruder. Aber ich liebe sowas, Bruder. Ich sag dir, das haben wir mit Wissenschaft ausgemacht. Natürlich! Ja, Bruder, nein, Bruder. Bruder hat mich gar nicht abgeholt, Bruder. Ich war kurz drin in sein Attitude, wie der Force Mike kam. Ich hab ihn rot gefeiert. Stark, Sugar, wallah. Fetter Amo, ich steh für dich, mein Bruder, ja? Was sagt die Ecke? Bruder, ich sag lieber gar nichts. Okay. Ich bin mit dir. Ich dachte schon wirklich, ich bin der Einzige, Digga. Bruder, ich muss mit dir sein. Okay, ach so, er ist mit ihm. Oma? Er sieht wie ein Verbrecher aus. Ich kauf ihm das Straßending auf jeden Fall ab. Für mich persönlich, der Beat fand ich geil, aber die... Bruder, ich küsse deine Augen. Omar, bitte, Bruderherz. Den Beat fand ich geil. Ich sag's doch mal. Das ist die größte Beleidigung, die du einem Rapper machen kannst. Bruder, der Beat war geil. Wallah, das sagt man nur, okay, wenn der Beat geil ist, aber das darfst du nicht sagen, Bruder. Das darfst du nicht sagen. Weißt du, was ich meine? Im Vergleich ein bisschen habe ich nicht so ganz gecheckt, wie jetzt, was wir runterkommen mit Babyschnuller und so. Man muss da schon ein bisschen weiter über die Ecke denken. Hat mich ein bisschen an den Style von Chirok erinnert. Genau. Wenn ich ihn jetzt mit Chirok vergleichen würde, dann würde Chirok ganz klar besser abschneiden, was jetzt für mich persönlich natürlich... Mad, geile Beats. Was diese Thematik angeht, was diese krassen Vergleiche und sowas angeht. Ich sag euch mal, ein perfektes Vergleich, wieder hier für die kleinen Schüler, ne? Das beste Vergleich, wenn du zu einem Rapper sagst, Beat war geil, ne? Stell dir vor, ich bin jetzt ein Mädchen, ich komme in den Raum und ich mache Jungsbewertungen, ne? Und ich sag zu deinem Aussehen einfach nichts, ich sag, du hast coole Schuhe. Was bedeutet das? Boah, ein guter Roller, ja, Anion. Stark. Ja, du willst eigentlich wissen, was jemand nicht sagt. Du sagst einfach, er hat boah, das nächste Mal hat aber coole Schuhe so. Ja, okay, ja, man will ihn eigentlich anspucken, aber man spuckt ihn nicht. Das ist es einfach, Digga. Das ist es einfach. Dann lass uns mal den letzten hören für heute. Anouk! Du hast Muku zum Hund gesagt, ey, mach sowas, mach keinen Fitner, Digga. Das ist so nicht. Ich sage nicht, dass der Beat nicht wichtig ist, aber der Beat ist was anderes und du bist was anderes, Bruder. Du kannst dich den Beat retten lassen für dich. Das geht nicht, Digga. Natürlich, ohne Beat ist ein guter Song auch nichts, Digga. Aber wenn man nur sagt, der Beat ist krass und man sagt zu dem Song nichts, dann ist es einfach, er hat den Produzenten gelobt und nicht dich, Bruder. Du bist scheiße, der Produzent ist geil. Habibus, was geht ab? Hier ist Anouk Berlin. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Berlin, Morbid. Er heißt Anouk, Bruder. Boah, was ist da richtig? Das ist knapp, Digga. Anouk ist knapp, Alter. Berlin. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Berlin, Morbid. Bro,
Bruder, wie ich zur Musik gekommen bin. Ich war mit den Jungs damals schon am Freestyle in der Pause, dicker Joints rauchen. Und da haben wir angefangen, ein Studio zu bauen. Und dann ging es Schlag auf Schlag und jetzt bin ich hier. Brudi, mein Ziel bei Rap La Rue ist natürlich alles zu rasieren. Gewinn wäre geil, aber kein Muss. Hauptsache ist Reichweite. Mein Auftritt war insgesamt geil. Ich hatte einen Plan, den konnte ich nicht ganz befolgen, aber trotzdem stabil auf jeden Fall. Habibus, Amok Berlin, bei Rap La Rue. Hey, gib ihm, yeah. Ich Kelly mit Kuzis, mein Petty ist bougie. Bau ein Ella und Pustin, auch aus Jack zu Fellas und Brudis. Die Bitch ist dangerous, locker 25k am Wrist. Guck, wie sie shake den Whip, jeder guckt, als wäre sie fame legit. Ich shoot mein Shot, bebe was für ein Booty noch. Mehr von dem Licker, Goose auf Rocks, chippet auf Sippen, mach gute Kopf. Sie will ein Antrippet, no, Brudi, ich lebe, als gäbe es kein Morgen. Sip noch ein Glas, da verschwinden die Sorgen. Sip, sip. Hey, Baby Girl, zeig mir deine Moves. Baby Girl, zeig mir deine Moves. Oh, ja, ja. Es tut mir wirklich sehr leid. Folge, oder? Digga. Wir hatten Klein Malik, Haaland. Wir hatten Khatar. Wir hatten Summer Jam. Ganz deep. Also, Jungs, das wird schwierig. Ich hab Summer rausgehört. Anouk war. Aber ich hab's gefeiert. Aber auch gut. Ich schwöre, ich schwör, nicht, gut, nicht ich hab's gefeiert. Einfach Summer Jam wurde gerade beleidigt, Digga. Ich mag Amo halt, Digga, ja? Und Haaland, also wir sind uns einig mit Haaland, oder? Ja, Haaland, safe. Haaland, okay. Haaland, und ich betone wirklich nicht vetternwirtschaftsmäßig. Ich schwöre auf alles, sondern auf Ernst. Wer ist der Nächste, Jungs? Wer, was sagt ihr? Ich muss sagen, den wir zuletzt gehört haben, ja, Anouk. Bruder, lass kurz machen. Ja, Bruder, okay. Anouk. Omar. Auch. Sadik. Ich bin mit dir. Amo. Amo? Scheiße! Wir müssen uns einigen, Digga. Ach so, ey, du willst nicht Amo? Ich will Amo, natürlich. Aber die beiden sind dagegen. Sehr ja? Wichtig, Amo. Ja, ich nehme ihn mit. Vorher nehme ich meinen Landsmann. Ah, aber Jungs, wir müssen reden, ja? Stark. Walla stark von Omar. Amo! Walla stark von Omar. Jetzt kommt Tunesien. Ja. Humat al-Hima, ja, Humat al-Hima. Jetzt, wir sind drinne, Bruder, scheiße. Ja, Bruder, aber ganz ehrlich, Amo, Bruder, der hat nicht... Pass auf, damit wir das kurz halten, okay? Amo, ich glaub so hart an dich. Du nein, hast mein Veto, nein, Bruder. Nein, du hast mein Veto, Amo! Nein, das Veto verbrannt, Alter. Ich glaub an ihn, Bruder, ich glaub an ihn. Egal. Guck mal, lass mich eine Sache an Amo sagen. Ne? Wen gab's denn jetzt noch, Digga? Scheiße, Alter. Ja? Amo, ich sagte, du musst auf jeden Fall Gas geben, Bruder. Ich Gas, schwöre, Gas, Bruder, Gas Bruder, ja? Also, Sugar und ich haben noch unsere Karte. Ihr beide habt ihr doch. Von anderen rückgängigen Folgen jemanden. Macht wir. Ach so, Khatar, stimmt, ja. Ich hätte safe Khatar mitgenommen, Digga. Ah, okay. Hast du den Tunzi im Hinterkopf, gell? Alter, Bruder, macht Vetternwirtschaft, ne? Keine Vetternwirtschaft. Wanda, daran sieht man. Keine Vetternwirtschaft. Okay. Also, an der Stelle wünsche ich erstmal Haaland, Anouk und Amo. Anouk kommt mit? Welcher war Anouk? Den ich geskippt habe. Muss man ihn nochmal alle hören? Hä? Achso, nee, den fand ich auch nicht gut. Ich glaube, meine Reaction war genau gleich. Ich habe ihn nicht geskippt, aber ich habe auch so reagiert. Bruder, ja. Und dann am Ende habe ich ihn auch nochmal angehört. Hey, Sir. Dann fliegen sie halt nächste Runde raus. So ist ja auch nicht so. Ist ja auch nicht. Heilen Sie ihn schon, Digga.